Der Albtraum eines jeden Rucksackreisenden. Irgendwo in der Fremde, meilenweit von zu Hause entfernt, lauert ein psychopathischer Killer. Die Opfer kommen aus der ganzen Welt. Die Leute verschwanden spurlos vom Erdboden und keiner hat's gemerkt. 7 tote Touristen innerhalb von 2,5 Jahren. Er würde weiter töten. Eine extrem einsame Gegend. Es begann eine der aufwendigsten Mordermittlungen der australischen Geschichte. Und die Polizei wusste noch nicht einmal, ob sie einen Killer suchte oder zwei. Für mich deuten die Fakten eher auf 2 Täter. Die Fahnder machten sich auf die Jagd nach einem Phantom. Was ihre Ermittlungen an den Tag brachten, hielt die ganze Welt in Atem. Sydney, Australien. Nahezu 100.000 Rucksacktouristen strömen jedes Jahr in das Land Down Under. Sie bleiben Wochen, oft auch Monate. Viele beginnen ihre Reise durch den 5. Kontinent in Sydney. Haben sie die Großstadt satt, zieht es sie Richtung Norden nach Cairns oder nach Melbourne im Südwesten. We get backpackers from all over the world. Wir haben bei uns Backpacker aller Nationalitäten. Sie kommen aus der ganzen Welt. Sie scheinen sich hier alle zu treffen. Und viele reisen dann von Sydney aus gemeinsam weiter. Hauptattraktionen sind die quirligen Städte und das riesige, unberührte Hinterland des 5. Kontinents. Einige der Rucksacktouristen reisen per Anhalter. So sparen sie Geld, gehen aber zugleich auch unkalkulierbare Gefahren ein. Hitchhiking is a risk. Per Anhalter zu fahren ist sehr riskant, besonders hier in Australien, weil die Entfernungen zwischen den Orten so riesig sind. Man ist sehr lange auf der Straße und muss oft von 3, 4 verschiedenen Auto- oder Lastwagenfahrern mitgenommen werden, bis man sein Ziel erreicht. Ende der 80er, Anfang der 90er waren nicht allzu viele Leute per Daumen unterwegs. Dennoch verschwanden damals binnen weniger Jahre mehr als ein Dutzend junger Touristen ohne jede Spur. Im September 1992 trainieren 2 Jogger im Belanglo State Forest, einem Waldschutzgebiet zwischen Sydney und der Hauptstadt Canberra. Wenige Schritte abseits des Pfades entdecken die beiden eine Leiche. Sie alarmieren sofort die Polizei. 30 Meter weiter finden die Beamten am nächsten Tag noch eine 2. Leiche. Es war unglaubliche Gewalt angewendet worden. Die Jugendlichen müssen Schreckliches erlebt haben, bevor sie abgeschlachtet wurden. Die Ermittler vergleichen Zahndaten verschwundener Backpacker mit denen der beiden Leichen. Und werden fündig. Die Toten sind die 21-jährige Caroline Clark und Joanne Walters, 22 Jahre alt. Die beiden britischen Rucksacktouristinnen gelten seit 5 Monaten als vermisst. Joanne machte damals eine Ausbildung zur Erzieherin und arbeitete für 2 Monate als Kindermädchen in Sydney. Die beiden Frauen begegnen sich in einer beliebten Backpacker-Herberge in Sydney. Sie beschließen gemeinsam als Erntehelferinnen auf einer Obstplantage zu arbeiten, um ihren weiteren Trip durch Australien zu finanzieren. Nachdem sie über einen Monat nichts von ihrer Tochter gehört hatten, fliegen Joannes besorgte Eltern nach Australien. Joanne rief uns immer regelmäßig an. Deshalb machten wir uns gleich ernsthafte Sorgen, als wir 2 Wochen nichts von ihr hörten. Joanne würde immer einen Weg finden, uns zu erreichen. Sie wusste, wie sehr wir uns um sie sorgten. Im April 1992 brechen Joanne und Caroline auf. Ihr nächstes Ziel ist Melbourne. Hallo Mädels, wollt ihr mitfahren?
Ihre Familien hören nie wieder von ihnen. Caroline wurde 10-mal in den Kopf geschossen. Die Polizei nimmt an, dass sie bei Schießübungen als Zielscheibe missbraucht wurde. Es finden sich Einschusslöcher auf beiden Seiten des Schädels und auch im Hinterkopf. Joanne starb auf andere Weise. Löcher in ihrem Hemd zeugen von 14 Stichwunden, 4 davon in die Brust. Eine in den Nacken und 9 in den Rücken. Die Verletzungen an ihrer Wirbelsäule hinterließen vermutlich eine Querschnittslähmung. Joannes Eltern wollen den Tatort sehen. Ich habe sie im Wald zu der entsprechenden Stelle geführt. Das war eine der schlimmsten Erfahrungen, die ein Polizist machen kann bzw. machen muss. Sie standen absolut erschüttert an der Stelle, an denen ihre Tochter von ihnen genommen worden war. Die verzweifelten Eltern bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung des Verbrechens. Zu diesem Zeitpunkt ist jede Information wichtig, auch wenn sie noch so nebensächlich erscheint. Die Leute, die das den Mädchen angetan haben, sind einfach Tiere und gehören erschossen. Die Polizei hat wenig in der Hand. Sie wendet sich an einen Kriminalpsychologen, der Verbrechen und Tatort eingehend untersucht. Vielleicht lassen sich Hinweise finden, in welchem Personenkreis der Täter zu suchen ist. Es war eine Gegend, die vermutlich eher der Macho-Typ aufsuchen würde, um seine Verbrechen zu begehen. Ziemlich wildes, schroffes Buschland, in dem man sich schwer zurechtfindet. Es musste eine Person sein, die schon mal vor Ort gewesen ist und sich auskannte. Vielleicht ein Jäger. Möglicherweise war sie auch schon mal wegen anderer Vergehen aufgefallen. Da die Frauen auf sehr unterschiedliche Weise ermordet wurden, hält Rod Milton auch 2 Täter für möglich. Es schien, dass eine Person direkte körperliche Gewalt bevorzugte und daraus ihre Befriedigung zog. Die andere übte die Gewalt offensichtlich lieber aus einer gewissen Entfernung aus, ohne mit dem Opfer direkt in Kontakt zu treten. Die Polizei sucht die Umgebung des Tatorts zentimetergenau ab. 10 Projektile werden aus Caroline Clarks Schädel und dem Erdreich neben ihrer Leiche geborgen. Wenige Schritte entfernt finden die Ermittler 10 Patronenhülsen vom Typ Winchester. Ballistikexperte Jared Dutton wird hinzugezogen. Wird ein Schuss abgefeuert, hinterlässt es auf dem Projektil und auf der Hülse bestimmte Merkmale. Die untersuchen wir und vergleichen sie mit den technischen Angaben der Hersteller, um herauszufinden, welche Waffe möglicherweise benutzt wurde. Ich war ziemlich froh, als ich sah, dass nur ein einziges Gewehr diese typischen Spuren hinterlassen haben konnte. Eine halbautomatische Ruger vom Kaliber 22. Doch ausgerechnet von diesem Waffentyp gibt es in Australien rund 55.000 Stück. Sämtliche Händler zu befragen, wem sie dieses Modell verkauft hatten, wäre sehr aufwendig gewesen. Wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Am Tatort finden sich keine weiteren verwertbaren Spuren. Über Monate hinweg verfolgten die Ermittler alle möglichen Hinweise. Letztlich aber landeten unsere Beweisstücke in der Schublade für ungelöste Fälle, wie wir sie nennen. Und ich war sicher, dass es wieder bei einem ungeklärten Doppelmord bleiben würde. Noch weiß niemand, dass Joanne und Caroline die beiden neuesten Opfer eines Serienkillers sind. Ein Jahr später. Die Polizei ist in dem Fall keinen Schritt weiter. Bruce Pryor lebt am Rande des Balanglow Forest, in dem er öfters Feuerholz sammelt.
An die Medienberichte über den Mord an den beiden Frauen erinnert er sich noch sehr genau. Ich war an dem Fall von Anfang an interessiert. Nach 3-4 Wochen jedoch hörte man von der Sache kaum noch etwas. Das hat mich ziemlich verwundert und deshalb blieb ich dran. Die Story ist inzwischen aus den Schlagzeilen verschwunden. Doch Pryor geht sie nicht aus dem Kopf. Er ist sicher, dass die Antwort auf das Rätsel irgendwo hier im Wald liegt. Ich war schon fast ein bisschen besessen davon, etwas zu finden, das mit den Morden zusammenhängt. 9 Monate lang geht Pryor jede Woche in den Wald und sucht das Terrain genauestens ab. Was er im Oktober 1993 findet, schockiert ganz Australien. Ich kämpfte mich gerade durch ein paar Büsche und sehe plötzlich einen menschlichen Schädel vor mir am Boden. Die Entdeckung einer dritten Leiche ruft Hunderte von Polizisten und Journalisten in den Belanglo State Forest. Eine vielköpfige Sonderkommission wird aufgestellt, die den Fall untersuchen soll. Handelt es sich wieder um Mord? Leiter der Ermittlungen ist Superintendent Clive Small. Ich habe mich gefragt, wie viele Leichen wir noch finden würden. Und es dauerte mehrere Wochen, bis wir die Antwort wussten. Das Suchteam besteht aus über 300 Beamten. Das größte, das es je in Australien gegeben hat. Dennoch sind die Chancen, in dem fast 40 Quadratkilometer großen Belanglo State Forest weitere Spuren zu finden, verschwindend gering. Die Leichen waren jeweils 50, 60 Meter abseits des Pfades entdeckt worden. Wir suchten deshalb in einem Gebiet rund 50 Meter links und rechts vom Weg, immer 20 Polizisten in einer Reihe. So hofften wir, weitere Leichen aufzuspüren, falls es noch welche gab. Die Polizei findet tatsächlich 2 weitere Opfer. Deborah Everest und James Gibson. Beide stammten aus Melbourne und können anhand ihrer Zahndaten identifiziert werden. Im Dezember 1989 verbringen sie ihre Ferien in Sydney und beschließen, zu einem Festival rund 500 Kilometer südlich zu fahren, per Anhalter. Die beiden jungen Leute werden nie wieder lebend gesehen. James Gibsons Skelett weist 8 Stichwunden auf. Seine Wirbelsäule war mit einem großen Messer durchtrennt worden. Auch er war gelähmt, bevor er starb. Weitere Stichverletzungen in Brust und Rücken durchlöcherten Herz und Lunge. Deborah Everest war brutal zusammengeschlagen worden, ihr Kiefer einmal, der Schädel 2-mal gebrochen. Die Stirn zeigt Messerspuren. Zusätzlich war sie in den Rücken gestochen worden. Ihre Strumpfhose nutzte der Täter, um sie aufzuhängen. Die Leichen lagen nur 500 Meter von dem Ort, an dem Caroline und Joanne im Jahr zuvor gefunden wurden. Die Polizei richtet ihre Aufmerksamkeit auf den Mann, der kürzlich die dritte Leiche gefunden hatte. Ich dachte, sie würden mir vielleicht auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. Stattdessen war ich plötzlich ein Verdächtiger. Das war echt heftig. Plötzlich eine unerwartete Wendung. Ein Mann namens Alex Millard ruft an und berichtet, er und ein Freund hätten beobachtet, wie 2 junge Frauen entführt worden seien. Er sagte, vor einigen Monaten hätten sie im Belanglo Forest ein Auto voller Jugendlicher gesehen. Hinten hätten 2 gefesselte Frauen gesessen. Wir überprüften die Sache natürlich und waren uns nicht sicher, wieso die beiden mit dieser komischen Geschichte zu uns kamen. Ungewöhnlich auch, dass sie eine Entführung beobachtet haben wollten, es damals aber nicht für nötig hielten, irgendjemanden davon zu unterrichten. Die Polizei hält den Zeugen für unglaubwürdig und nimmt ihn genauer unter die Lupe. Alex Millard stammt aus einer außergewöhnlich großen Familie mit 14 Kindern. Die Millards gelten als eingeschworene Gemeinschaft und haben einen ziemlich schlimmen Ruf. Er ist der älteste von 10 Brüdern und wuchs mit seinen Geschwistern in einem kleinen Haus südwestlich von Sydney auf, etwa 100 Kilometer vom Belanglo Forest entfernt.
Die meisten der Jungen hatten schon Bekanntschaft mit dem Gefängnis gemacht. Wurde einer von ihnen erwischt, nahm er alles auf sich, sodass die anderen ungeschoren davonkamen. Sie hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Das Strafregister der Familie lässt die Ermittler hellhörig werden. Noch aber gelten die Brüder nicht als Mordverdächtige. Im Belanglo Forest geht die Spurensuche zur gleichen Zeit unvermindert weiter. Was würden die Polizisten noch finden? Der Suchtrupp kam in einer Linie von da hinten, etwa 30, 40 Meter, und wendete sich dann Richtung Osten. Ich ging voraus und hatte das Gefühl, die Gegend ähnelte ziemlich dem Gebiet, in dem wir die ersten Leichen gefunden hatten. Während ich noch meine Leute aufforderte, besonders aufmerksam zu sein, wurde ich schon nach hinten gerufen. Sie hatten das Skelett von Simone Schmiedl gefunden, etwa hier. Sie war mit Zweigen bedeckt. Nur einen Stiefel konnte man sehen. Simone Schmiedl, eine 21-jährige Deutsche, befand sich schon 4 Monate in Australien, bevor sie verschwand. Einmal war sie bereits per Anhalter nach Melbourne gefahren und hielt den Trip für sicher. Sie war auf dem Weg zu Freunden, als sie entführt wurde. Der Täter fuhr mit ihr etwa eine halbe Stunde lang tief in den Wald hinein. Sie wird geahnt haben, dass es für sie keine Fluchtmöglichkeit gab. Ihre Knochen zeugen von 8 Stichwunden. Vermutlich waren es aber deutlich mehr. 2 hatten ihr Rückgrat durchtrennt, andere Herz und Lunge durchlöchert. Inzwischen ist die Zahl der Ermordeten im Belanglo State Forest auf 5 angewachsen. Zwei Tage später kommen weitere hinzu. Clive Small verkündet, was viele schon seit Wochen geahnt haben. Wir haben jetzt 7 Leichen geborgen. Im aktuellen Fall kennen wir die Todesursache noch nicht, gehen aber davon aus, dass wir es mit einem Serienmörder zu tun haben. Die Nachricht über weitere Opfer des Backpacker-Killers geht in Windeseile um die Welt. Auch in Deutschland ist das Medieninteresse groß. Unter den Ermordeten ist eine Deutsche, vielleicht sind es sogar mehrere. Die australische Polizei hat in einem Waldgebiet bei Sydney. Die australische Polizei jagt einen Serienkiller. Von Beginn an hofften wir, dass irgendwelche Leute dem oder den Tätern mal entkommen sind. Deshalb legten wir auf die Berichterstattung der Medien großen Wert, hier und im Ausland. Es gab tatsächlich jemanden, der überlebt hatte. Mit 26 Jahren war der Brite Paul Onions älter als die meisten Rucksacktouristen. Er fühlte sich erfahren genug, etwaige Gefahren zu erkennen. Onions plante, die 1000 Kilometer von Sydney nach Melbourne auf dem berühmten Hume Highway per Anhalter zurückzulegen. Er wartet mehr als eine Stunde, vergeblich. Hallo, wie geht's? Gut, danke. Willst du mitfahren? Klar, nach Melbourne. Du hast Glück, ich fahre in die Richtung. Wirf dein Zeug in den Wagen. Paul Onions glaubt, das Große losgezogen zu haben. In einem Rutsch würde er den 14-Stunden-Trip nach Melbourne hinter sich bringen. Die Fahrt beginnt mit Smalltalk. Woher kommst du? Birmingham, England. Wie findest du Australien? Ziemlich klasse, super Wetter. Ich fahre gleich mal von der Straße runter. Ich hole ein paar Kassetten von hinten. Dann können wir etwas Musik hören, okay? Ich hole sie schnell. Wo willst du hin? Luft schnappen. Bleib im Auto. Kennst du das? Zurück ins Auto! Ein entgegenkommender Autofahrer nimmt Onions mit und rettet ihm dadurch das Leben.
Vier Jahre später liest er über den Backpacker-Killer in einer britischen Zeitung. Ihm fällt auf, der Fundort der Leichen liegt ganz in der Nähe des Ortes, an dem er attackiert worden war. Er ruft die australische Hotline an, um den Mann zu beschreiben, der ihn damals mit der Pistole bedroht hatte. Seine Aussage hätte der Durchbruch in dem Fall sein können. Doch sie ging verloren unter den 5000 Anrufen, die damals in den ersten 24 Stunden bei der Hotline eingingen. Paul wurde nicht zurückgerufen. Der brutale Killer war noch immer auf freiem Fuß. Bisher waren ihm 7 junge Rucksacktouristen in Belanglo State Forest zum Opfer gefallen. Die neuesten Entdeckungen waren schockierend. Das Ausmaß der Gewalt hatte eine neue Dimension erreicht. Die 20-jährige Anja Habschied startet im Oktober 1991 mit ihrem Freund, dem ein Jahr älteren Gabor Neugebauer, zu einer großen Auslandsreise. Erstes Ziel der beiden Deutschen ist Indonesien. Spontan entscheiden sie, nach Australien weiterzufliegen und Weihnachten an Sydneys Bondi Beach zu verbringen. Ende Januar 1992 wollen sie wieder zu Hause sein. Gabor Neugebauer wird durch 6 Schüsse in den Kopf getötet. Seine Freundin stirbt auf eine andere, grausame Art. Anja Habschieds Kopf wird nie gefunden. Dieses Mal setzt die Polizei auf die Hilfe eines Anthropologen, um die Morde zu analysieren. Wieder sind die 2 Opfer auf sehr unterschiedliche Weise ermordet worden. Gibt es tatsächlich nicht nur einen, sondern 2 Killer? Die Enthauptung von Anja Habschied schien mir auf 2 Täter hinzuweisen. Zum einen konnte ich mir den Dominanten vorstellen, der sie einfach an den Haaren nimmt, ihr den Kopf abschlägt und dabei vielleicht noch einen lakonischen oder ironischen Kommentar abgibt, wie etwa, jetzt wird sie Ruhe geben. Gleichzeitig wäre das auch eine Machtdemonstration dem anderen Täter gegenüber. Offensichtlich ist Gabor Neugebauer als lebendes Ziel für Schießübungen missbraucht worden. Ebenso wie die schon früher gefundene Caroline Clark. Es finden sich 3 Einschusslöcher auf der linken Schädelseite und 3 an der Basis. Ist ein und dieselbe Person für die Morde an Gabor Neugebauer und an der jungen Britin verantwortlich? Und ist dieselbe Waffe benutzt worden? Der Vergleich der Projektile aus den beiden Fällen soll Klarheit bringen. Doch es gibt ein Problem. Die Untersuchung der Kugeln aus seinem Schädel war leider sehr enttäuschend. Durch die Verwesung der Hirnmasse war die Oberfläche der Geschosse angegriffen worden. All die charakteristischen Merkmale, auf die wir angewiesen sind, waren zerstört. Ich konnte lediglich sagen, dass eine Waffe vom Kaliber 22 benutzt worden war. Und das war schon enttäuschend. Doch auch die Patronenhülsen können wichtige Informationen über die Tatwaffe liefern. Nach jedem Schuss wird die leere Hülse aus dem Gewehr herauskatapultiert. Dabei wird ihre Oberfläche immer leicht verkratzt. Patronenhülsen, nacheinander aus derselben Waffe abgefeuert, weisen die gleichen Kratzspuren auf und geben so Hinweise auf die verwendete Waffe. Die Polizei findet 47 Winchester-Hülsen in der Nähe von Gabor Neugebauers Leiche. Unter dem Mikroskop habe ich sie mit denen verglichen, die wir bei Caroline Clarks Leichnam gefunden hatten. Ich konnte belegen, dass sie alle aus derselben Waffe stammten. Die Mordwaffe war an 2 Tatorten benutzt worden. Jetzt hatten wir einen handfesten Beweis. Beide Morde sind mit derselben Ruger 10/22 verübt worden. Von denen gibt es aber in Australien
55.000 Stück. Jede Waffe, die die Polizei aufspüren kann, wird zur Überprüfung nach Sydney gebracht. Es gilt, die charakteristischen Spuren zu dokumentieren, die jedes Gewehr auf den Patronenhülsen hinterlässt. Ich verglich sie mit den Hülsen, die an den Tatorten sichergestellt wurden. Es ist eine ziemliche Glückssache, wenn du dabei gleich auf die richtige Waffe stößt. Normalerweise dauert es unendlich lang. Die Geduldsübung hat auch ihre guten Seiten. Im Verlauf der vielen, vielen Monate lernte ich jede noch so kleine Besonderheit im Detail kennen. So wie dir das Gesicht deiner Mutter gegenwärtig ist. Die würdest du ja auch überall wiedererkennen. Ich wusste, feuerte ich während der Tests einen Schuss aus der Mordwaffe ab, würde ich die charakteristischen Spuren sofort erkennen. Doch es kann Monate oder gar Jahre dauern, den Serienkiller auf diese Weise zu fassen. Auf der Polizei lastet enormer Druck. 7 Rucksacktouristen sind schon ermordet worden. Und der oder die Täter laufen noch immer frei herum. Die Ermittlungen drohen unter der Flut von rund 1,5 Millionen Hinweisen zu ersticken. Vorrangiges Ziel ist, die Zahl von 2000 möglichen Verdächtigen einzugrenzen. Viele waren nur gelistet, weil sie mal einen Kommentar oder sonst etwas abgegeben hatten. Bei keinem sahen wir eine direkte Verbindung zu den Verbrechen und hatten somit auch keinen echten Tatverdächtigen. Lassen sich von der Wahl des Tatorts eventuell Rückschlüsse auf die Gruppe von Personen ziehen, die tatsächlich für die Morde in Frage kommt? Profiler Dr. Richard Basham, selbst im ländlichen Georgia in den USA aufgewachsen, hat einen Verdacht. Als ich die Gegend sah, fühlte ich mich gleich an Szenen meiner Kindheit erinnert. Derartiges Gelände nutzten die Leute damals für Schießübungen. Ballerten auf Wassermelonen, auf Bäume, sogar auf Tiere. Diese Tiere wurden durch die Kugeln oft grausam verstümmelt. Aber das gehörte einfach zu den Schießübungen dazu. Oft waren es Brüder, in entlegenen Gegenden aufgewachsen und über lange Jahre in enger Verbindung zueinander, die solche Schießrituale abhielten. Die Solidarität innerhalb der Familie hat bei diesen Leuten absoluten Vorrang. Die Art und Weise der Verbrechen schien auf eine Person hinzudeuten, die in genau solch einer Familie aufgewachsen war. Der Täter nahm wahrscheinlich schon früh an Schießübungen mit Familienmitgliedern teil. Die Familie wird möglicherweise einen gewalttätigen Hintergrund haben. Vielleicht gab es auch das eine oder andere kriminelle Vergehen. Wegen dieser Tendenzen wird sie mehr oder weniger isoliert gewesen sein. Die detaillierte Beschreibung erinnert die Polizei an eine Familie, die sie schon seit geraumer Zeit in den Akten führt. Von den Milat-Brüdern ist bekannt, dass sie Waffen besitzen, zusammen zum Schießen gehen und zum Teil Vorstrafen haben. Das war genau die Art von Familie, die ich gemeint hatte. Das soziale Umfeld passt exakt zu jemandem, der solche Dinge tut. Falls die Profiler recht haben und der Mörder aus der Milat-Familie stammt, welcher der Brüder ist der Täter? Oder sind es mehrere? Einige von ihnen erscheinen unverdächtig und sind auch noch nie kriminell auffällig geworden. Andere aber müssen definitiv überprüft werden. Richard Millard ist ein Waffennarr und benutzt manchmal Falschnamen. Wally Millard sitzt immer mal wieder im Gefängnis. Ihm gehört ein Stück Land, das seine Brüder für Schießübungen nutzen. Ivan Millard wurde wegen Diebstahls verurteilt. Alle Brüder werden überprüft. Ivan hat schon seit 16 Jahren einen festen Job als Straßenarbeiter. Er lebt in Eagle Vale, einem beschaulichen Vorort im Südwesten von Sydney. Die Häuser hier sind bescheiden, die Gärten sauber und gepflegt. Nur wenige Nachbarn wissen, dass Ivan die meiste Zeit der 60er im Gefängnis verbrachte. Hi Ivan.
Für die meisten ist er der nette Kerl von nebenan. Die Polizei findet heraus, dass er einen starken Geländewagen fährt und, wie seine Brüder, Waffen liebt. Seine Ex-Frau erzählt der Polizei, dass er nicht immer so nett war, wie die Nachbarn glaubten. What's this garbage? Was ist denn das für ein Mist? What's this garbage? Don't touch it. Rühr es nicht an, das war deine Schuld. Du fasst es erst an, wenn ich es dir sage. Wegen Kleinigkeiten regt sich Milad oft maßlos auf und bestraft seine Frau durch wochenlange Missachtung und Demütigung. Ivan Milad stellte sich als absoluter Kontrollfreak heraus. In seinem Privatleben gab es Zwischenfälle, die man nicht mehr als normal bezeichnen kann. Bei ihm ging es um die absolute Kontrolle. Er entsprach sehr genau dem Profil, das ich von dem ersten Täter gezeichnet hatte. Jemand, der einen festen Job hatte, ein schnelles Auto, der schon mal straffällig geworden war und Gewalt in einer sehr berechnenden und sadistischen Form liebte. Die Verdachtsmomente gegen Ivan Milad verhärten sich. Der Polizei fehlen aber noch immer handfeste Beweise. Einem Ermittler der Sonderkommission gelingt es, Ivan Milads Geländewagen ausfindig zu machen. Excuse me, sir. Bei der ersten Befragung stellt sich aber heraus, dass Milad den Wagen verkauft hat. Der neue Besitzer zeigt dem Fahnder eine Patrone, die er unter dem Fahrersitz gefunden hat. Sie entspricht genau der Munition, die beim Mord an Caroline Clark und Gabor Neugebauer benutzt worden war. Anlass für die Polizei, Ivan Milads Alibis für die jeweiligen Tatzeiten und auch die seiner Brüder genau zu beleuchten. Wir überprüften auf verschiedenste Weise, wo die Milads waren und was sie gemacht haben, als die jungen Leute verschwanden. Ivan Milad war der Einzige, der für keinen der Mordtage ein Alibi hatte. Nichts im Vorstrafenregister des Mannes deutet jedoch darauf hin, dass er zu so grausamen Taten wie den Morden im Belanglo Forest fähig ist. Noch einmal gehen die Ermittler durch jedes Detail. In einer 23 Jahre alten Akte entdecken sie etwas, das dem Fall die entscheidende Wendung gibt. Wir gingen im Archiv die Vorstrafen der Milad-Brüder durch. Manches war gar nicht in unseren Computern und wir mussten deshalb auf uralte Akten zurückgreifen. In einer entdeckten wir dann, dass Ivan 1971 wegen Entführung und Vergewaltigung zweier Frauen in der Gegend von Belanglo angeklagt war. Ivan Milad wurde nicht verurteilt, weil die Frauen angeblich freiwillig mit ihm Sex hatten. Parallelen zu den aktuellen Mordfällen sind jedoch nicht zu übersehen. Auch Milad war damals mit den beiden Anhalterinnen auf einen einsamen Waldweg gefahren. Dieser Entführungs- und Vergewaltigungsvorwurf gibt einem sehr zu denken, wenn man ihn im Zusammenhang mit den Morden im Belanglo Forest in den 80ern und 90ern sieht. Ivan Milad steht jetzt im Zentrum der Ermittlungen. Jeder Hinweis wird noch einmal genau überprüft. Die Fahnder suchen erneut Ivans Bruder Alex auf, um mit ihm und seiner Frau über eine früher gemachte Aussage zu sprechen. Der Besuch endet mit einer faustdicken Überraschung. Die Sache war insofern ungewöhnlich und merkwürdig, als dass wir beide schon mehrfach befragt hatten. Dieses Mal waren die Ermittler etwa 2 Stunden da und wollten gerade wieder gehen. Da meinten er und seine Frau, übrigens, Ivan hat uns diesen Rucksack gegeben. Der Rucksack gehörte Simone Schmiedl, dem dritten Opfer des Killers. Warum nur erzählt Alex Milad der Polizei von dem Gepäckstück? Vielleicht dachten sie, Ivan war's und wir sollten ihn der Polizei übergeben. Möglicherweise glaubten sie aber auch bis zu diesem Moment, dass keiner in der Familie so etwas tun konnte. Wir wissen es nicht. Kurz darauf der lang ersehnte Durchbruch. Die Polizei erfährt, dass doch jemand den Angriff des Killers überlebt hat.
5 Monate nach Paul Onions Anruf bei der Hotline wird seine Aussage gefunden. Seine Angaben passen haargenau zu dem, was die Fahnder über ihren Hauptverdächtigen herausgefunden hatten. Paul Onions ist vermutlich die einzige Person, die weiß, wie der Serienmörder aussieht. Oh yeah, this is Paul. Zum Backpacker-Killer habe ich schon vor Monaten eine Aussage gemacht. Nach diversen Vorgesprächen waren wir überzeugt, dass uns Paul Onions wichtige Informationen geben konnte und holten ihn nach Australien. Hier hat er dann Ivan Milat eindeutig identifiziert. 22. Mai 1994, 6:30 morgens. Bewaffnete Einsatzkräfte umstellen Ivan Milats Haus. Die Polizei hat bislang nur die Entführung von Paul Onions gegen ihn in der Hand. Durch die Verhaftung hofft sie, mehr über das Leben des Mannes zu erfahren und zu beweisen, dass er der Touristenmörder ist. Das war das Beste, was wir damals in der Situation machen konnten. Selbst wenn sich nichts weiter ergeben würde, konnten wir ihn zumindest wegen der Schüsse auf Paul Onions und der Entführung hinter Schloss und Riegel bringen. Off the street. Hello. Is Mr. Ivan Milat there? Der Anruf der Polizei in den frühen Morgenstunden kommt für Ivan Milat offensichtlich völlig überraschend. Whoever's in the house with you. Get out on the ground! Get down on the ground! Hands apart! Do it! Do it now! Nach Milats Verhaftung beginnt die Polizei umgehend mit der Suche nach Beweisen. Gleich als wir die Tür aufmachten, kamen uns Sachen entgegen, die den Opfern gehörten. Zu sagen, wir seien völlig baff gewesen, wäre noch untertrieben. Ich konnte einfach nicht glauben, dass wir so viele Dinge aus dem Besitz der Opfer finden würden. Die Fahnder entdecken Schlafsäcke und Zelte von Simone Schmiedl und Deborah Everest, sowie weitere Campingutensilien in der Garage. Die Polizei nimmt anschließend das ganze Haus auseinander. Sie findet diverse Feuerwaffen, Munition und ein großes Jagdmesser. In einem Versteck in der Wand entdecken die Beamten eine Plastiktüte. Als die Tüte geöffnet wurde, war ich unglaublich aufgeregt. Drinnen fanden wir nämlich den kompletten Verschluss, die Abzugseinheit und ein Zusatzmagazin für eine Ruger vom Typ 1022. Endlich hat die Polizei den Schlüssel zu den Morden an Gabor Neugebauer und Caroline Clark in der Hand. Wir wussten, die Patronenhülsen von den Tatorten wiesen ganz eindeutige Merkmale auf, die vom Verschluss herrührten. Deshalb musste ich unbedingt herausfinden, ob der Verschluss aus der Plastiktüte tatsächlich zur Mordwaffe gehörte. Dutton baut den Verschluss in eine Ruger aus der Asservatenkammer der Polizei ein. Auf diesen Moment hat er lange gewartet. Er gibt einige Testschüsse ab und vergleicht die Hülsen mit denen der Tatorte. Ich fühlte, wie sich mir alle Nackenhaare aufstellten. Auf den Hülsen der eben abgefeuerten Patronen sah ich genau die Merkmale, die mir seit dem Clark-Mord so vertraut waren. Ich war sehr froh, beweisen zu können, dass der Verschluss aus dem Versteck in der Wand zu der Waffe gehörte, mit der Caroline Clark ermordet wurde. Die Hülsen stimmen auch mit denen überein, die in der Nähe von Gabor Neugebauers Leiche gefunden wurden. Im Juli 1996 wird Ivan Milat des Mordes an allen 7 Rucksacktouristen für schuldig befunden. Ich habe keinen Zweifel, dass noch 3-4 weitere Morde auf sein Konto gehen. Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, aber nicht genügend Beweise, ihn anzuklagen. Ivan Milat legte nie ein Geständnis ab. Niemand wird je mit Sicherheit sagen können, warum er mordete. Wir haben nur einen Anhaltspunkt.
Offensichtlich mordete er dann, wenn er sich nicht in einer stabilen Beziehung befand. Stabile Beziehung heißt in diesem Fall, dass er die Kontrolle hatte. Sobald er die Kontrolle verlor, versuchte er sie wohl durch andere Mittel zurückzugewinnen. Und das waren Entführung und Mord. Ich bin froh, dass Ivan Milat den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen und dort sterben wird. Eine letzte Frage bleibt jedoch offen. Handelte Ivan Milat allein? Oder gab es einen zweiten Killer? Möglicherweise gab es tatsächlich nur einen Täter. Weil die Leichen jedoch in gewisser Entfernung voneinander und dann auch noch mit sehr unterschiedlichen Verletzungen aufgefunden wurden, scheinen mir eher zwei Täter mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten am Werk gewesen zu sein. Ivans Verteidigung bezichtigte seine jüngeren Brüder Wally und Richard der Morde. Der vorsitzende Richter hielt es für undenkbar, dass Ivan Milat allein gehandelt hatte. Keiner der Brüder wurde je angeklagt. Die Polizei bestand darauf, dass es nur einen Backpacker-Killer gab. Cromwell Street Nummer 25 im englischen Gloucester. Das Haus von Fred und Rose West und ihrer 9 Kinder. Ein unscheinbares Gebäude. Doch hinter den verschwiegenen Mauern ereignen sich einige der schrecklichsten Verbrechen der britischen Geschichte. Ihre beiden Gesichter waren direkt über mir. Sie sagten, wir bringen dich um und verscharren dich unter den Pflastersteinen von Gloucester. Was in dem Haus zutage kam, schockierte selbst die erfahrensten Ermittler. Es war offensichtlich ein menschlicher Oberschenkelknochen von einer jungen Frau. Polizisten haben heute in der Cromwell Street 25 vermutlich die Überreste einer weiteren Person gefunden. Sie werden mit etwas konfrontiert, das sie noch nie gesehen haben. Und eigentlich auch nie sehen wollten. Dies ist die wahre Geschichte von Fred und Rose West. Februar 1994. Die letzte Nacht, die Fred und Rose West nach 22 Jahren Ehe gemeinsam verbringen werden. Und Beginn der Ermittlungen in einer Mordserie, die die Welt erschüttern sollte. Fred West, ein Bauarbeiter in den 50ern, hatte schwer für sein Haus im Zentrum von Gloucester geschuftet. Er lebte dort mit seiner ihm treu ergebenen Ehefrau Rose und den gemeinsamen Kindern. Die Familie war geachtet, nicht unbedingt hochgeschätzt, aber zumindest von den Nachbarn geachtet. Sie waren ein bisschen exzentrisch, taten aber alles für dich. Sommer 1969. Rose wartet gerade auf einen Bus, als Fred sie zum ersten Mal sieht. Sie ist fast 16, er 28. Fred folgt Rose zu dem Café, wo sie als Kellnerin arbeitet. Der stämmige Sohn eines Farmarbeiters kommt bei den Frauen gut an. Bald schon ist Rose Freds Geliebte und wird mit ihrer ersten Tochter Heather schwanger. Zwei Jahrzehnte später. Heather gilt schon seit 7 Jahren als vermisst. Zunächst ermittelt die Polizei gegen die Wests wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch innerhalb der Familie. Dann aber interessiert sie sich vor allem für das mysteriöse Verschwinden der ältesten Tochter. Weil die Nachforschungen zu keinem Ergebnis führen, wird Spezialist John Bennett um Hilfe gebeten. Für uns hieß das, entweder war sie illegal ins Ausland gegangen, sie hatte ja keinen Pass, oder aber sie war tot. Schnell konzentriert sich die Suche der Polizei auf das Haus der Wests. Es war eine Art Witz in der Familie, dass Heather unter der Terrasse des Hauses in der Cromwell Street läge.
Das jedenfalls haben Fred und Rose West oft als Warnung zu ihren Kindern gesagt, wenn die etwas angestellt hatten oder ungezogen waren. Die Polizei besorgt sich einen Durchsuchungsbeschluss für Fred Wests Garten. Er meinte, dass es dafür keinen Grund gäbe und er die Polizei für die angerichteten Schäden belangen werde. Schicht für Schicht tragen die Ermittler die Terrasse ab. Anfangs ohne greifbare Ergebnisse. Doch dann sticht ihnen etwas ins Auge. Ein Knochen. Der Gerichtsmediziner Bernard Knight wird herbeigerufen. Schnell war klar, wir hatten einen menschlichen Oberschenkelknochen gefunden, von einer jungen Frau. Fred West hatte wohl mal beim Graben das Abwasserrohr kaputt gemacht und deshalb musste ich mich durch eine Mischung aus Gloucesterton und Jauche durcharbeiten. Es war ein schwarzer, klebriger Matsch. Ich sah mir die Fundstücke an, die mir ein Polizist aus dem Loch hochreichte. Ich erinnere mich noch, wie ich zu Inspektor Bennett sagte, entweder hatte sie drei Beine oder sie haben hier mehr als eine Leiche. Die Polizei entdeckt die Überreste zweier Leichen. Mit einem zweiten Opfer hatten die Ermittler nicht gerechnet. Sind sie einem Serienkiller auf der Spur? Die Polizei verhört Fred West. Und der gesteht. Nicht nur Heather, sondern zwei weitere Frauen seien im Garten verbuddelt. Eine ist Shirley Robinson, seine heimliche Geliebte, die von ihm schwanger war. Ich möchte betonen, dass Rose nichts davon wusste. Sie hat nichts getan. Die andere, behauptet West, sei Shirleys Freundin. Die Polizei braucht mehr Informationen. Doch der Verdächtige ändert ständig seine Story. In einem Moment gab er etwas zu, im nächsten behauptete er, jemand anders habe die Morde begangen. Hätte ich zu Rose gesagt, ich habe Heather erwürgt, wäre sie sofort zur Polizei gerannt. Sie hat immer nach dem Gesetz gelebt. Immer wenn er etwas gestand, betonte er, dass seine Frau nicht das geringste von diesen Verbrechen wusste und alles nur von ihm ausging. Sie hat nie die Gesetze gebrochen. Wenn das Tonband nicht lief, fing er an, mit den Beamten zu diskutieren. Behauptete, er wäre nicht des Mordes, sondern nur des Totschlags schuldig. Und die ganze Sache würde sich bald als ein großer, tragischer Unglücksfall erweisen. Totschlag? Unfall? Mord? Fred West ändert ständig seine Geschichte. Doch Beweise, die zusammen mit dem dritten Opfer gefunden werden, liefern ein präziseres Bild. Eines der Opfer hatte einen schwarzen Plastik- oder Ledergürtel mit Schnalle um den Kopf gewickelt. Er war ein wenig verrutscht, weil alle Weichteile schon verwest waren. Dennoch war offensichtlich, dass es sich hier um eine Art von Bondage handelte. Doch wer ist das dritte Opfer? Die Polizei hat nur die Aussage von Fred West, dass es sich um die Freundin seiner geliebten Shirley Robinson handeln soll. Wir wussten, es würde schwer werden, die Leichen nur anhand der Knochen zu identifizieren. Normalerweise braucht man dazu den Schädel und die Zähne. Und das ist natürlich die Domäne von Professor Whittaker. In den Zähnen stecken mehr Informationen über eine Person, ihr Alter, ihren Lebenswandel und möglicherweise sogar über den Todeshergang als in den meisten anderen Körperteilen. Vor allem natürlich, wenn die Weichteile schon verwest sind. Die Zähne sind dann immer noch da. Professor Whittaker benötigt unbedingt Fotos möglicher Opfer, um die Polizei bei ihren Ermittlungen unterstützen zu können. Bekommen wir ein Foto, auf dem sie lachen und ihre Zähne zeigen, bergen diese Zähne eine unglaubliche Menge an Informationen in Bezug auf ihre Höhe, Neigung, ihre Rundung. All das zeigt sich in einem guten Foto. Diese Daten sammeln wir dann im Labor.
kommt ein Foto von der Polizei herein, legen wir es praktisch über das Bild des Schädels einer Person. Und wenn wir es richtig gemacht haben, macht es Klick. Doch wie soll die Polizei Fotos liefern, wenn sie noch nicht einmal weiß, wie eines der Opfer hieß? Ungeklärte Vermisstenfälle werden wieder aufgerollt. Langsam tauchen Namen auf. Winter 1968. Mary Bastholm, eine junge Kellnerin, verschwindet von einer Bushaltestelle in Gloucester. 5 Jahre später wird die Studentin Lucy Partington vermisst. Zuletzt wurde sie an einer Bushaltestelle im 15 Kilometer entfernten Nachbarort gesehen. Ist eine von ihnen möglicherweise das unbekannte dritte Opfer? Oder wurden vielleicht beide in der Cromwell Street verscharrt? Als 1994 die Ermittlungen beginnen, ahnt noch niemand, dass sie sich zu einem der spektakulärsten Kriminalfälle der britischen Geschichte ausweiten. Unter der Terrasse entdecken die Fahnder die Überreste dreier junger Frauen. Das erste Opfer wird als Heather identifiziert, die seit Jahren vermisste Tochter von Fred West. Bei der ersten Vernehmung gesteht der Bauarbeiter alle drei Morde. Der Kriminalpsychologe Paul Britton soll ein Profil des geständigen Täters erstellen. Und vor allem die brennende Frage klären, gibt es womöglich noch weitere Opfer? Mir lagen Unterlagen vor, die 20, 30 Jahre zurückreichten. Bei der Durchsicht läuteten bei mir bald heftig die Alarmglocken. Ich sah nämlich deutlich einige Merkmale eines sehr gefährlichen Gewalttäters. Und die entsprachen überhaupt nicht dem Bild, das man mir von dem Mann gegeben hatte, der unten vernommen wurde. Meiner Meinung nach hatten wir bisher nur 3 Höhepunkte von dem gesehen, was passiert war. Es war äußerst unwahrscheinlich, dass er in den dazwischenliegenden Jahren Ruhe gehalten hatte. Die Zeit zwischen diesen 3 Ereignissen war sicherlich mit anderen Morden gefüllt worden. Heute muss sich der 52-jährige Fred West aus Gloucester wegen des Mordes an 3 Frauen verantworten, unter anderem für den an seiner Tochter Heather, die 1987 im Alter von 16 Jahren verschwand. Ich hörte die Nachrichten und fühlte mich sofort ins Jahr 1972 zurückversetzt. Ich erinnerte mich an die Worte, wir verscharren dich unter den Pflastersteinen. Und ich dachte mir, Pflastersteine, Terrasse, das ist doch dasselbe. Zu jener Zeit arbeitete Caroline Roberts bei den Wests als Kindermädchen für Heather. Sie vermutet einen Zusammenhang mit den aktuellen Mordfällen und ruft die Polizei an, um eine Aussage zu machen. Ich versuchte, mich an all die Dinge zu erinnern, die ich 22 Jahre lang verdrängt habe. Plötzlich hatte ich die Zeit wieder so lebhaft vor Augen, dass ich mitten in der Nacht aufstand und alles niederschrieb. Ein weiterer Anruf erreicht die Polizei. Diesmal von einem Freund der Eltern von Linda Goth. Linda war 1973 verschwunden. Ihre letzte bekannte Adresse: das Haus der Wests in Gloucester. Bekommt die Polizei endlich greifbare Informationen? Während ihrer Nachforschungen war Mrs. Goth zu dieser Adresse gegangen, wo ihr von einer Frau und deren Ehemann mitgeteilt wurde, dass Linda schon vor einiger Zeit ausgezogen sei. Lindas Mutter bemerkt, dass Rose West einige von Lindas Kleidungsstücken trägt. War auch dieses junge Mädchen zum Opfer geworden? Und weiß Rose West von den Morden? Sie ist nicht hier. Die Wests erzählen Mrs. Goth, Linda sei weitergezogen und hätte einige Sachen zurückgelassen. June Goth kauft den beiden die Geschichte ab und wartet auf die Rückkehr ihrer Tochter. Jahrelang. Doch Linda bleibt verschwunden. Caroline Roberts trifft die Wests zum ersten Mal etwa 6 Monate, bevor Linda einzieht. Vor der Polizei gibt sie zu Protokoll: In jener Nacht war ich allein als Anhalterin unterwegs. Ein Auto hielt an und drinnen saßen Fred und Rose West.
Zunächst habe ich die beiden nicht für ein Paar gehalten, wegen des Altersunterschieds und auch weil sie eine ziemlich attraktive junge Frau war und er ein unattraktiver Mann. Wir unterhielten uns angeregt. Die beiden schienen wirklich sehr nett. Ich erfuhr dann, dass sie verheiratet waren und drei kleine Mädchen hatten. Sie fragten, was ich so mache. Ich erzählte, dass ich so wenig Zeit wie möglich zu Hause verbrachte, weil ich einfach mit meinem Stiefvater nicht zurechtkam. Sie drehten sich beide gleichzeitig um und meinten, willst du nicht bei uns arbeiten und auf unsere Kinder aufpassen? Eine Woche später bin ich in die Cromwell Street Nummer 25 eingezogen. Schon nach kurzer Zeit bemerkt Caroline, dass im Haus der Wests ungewöhnliche Dinge geschehen. Sie hatten auffällig oft Besuch, vor allem Männer. Ich kümmerte mich immer um die Kinder, wenn Rose mit diesen Männern zusammen war. Sie hat mir mal gesagt, sie sei Masseurin, und das habe ich ihr damals auch abgenommen. Die seltsamen Vorkommnisse veranlassen das Kindermädchen aus der Cromwell Street wieder auszuziehen. Caroline will nie wieder zurückkehren. Doch Fred und Rose West haben anderes mit ihr vor. Februar 1994. Die Grabungen im Garten haben bislang die sterblichen Überreste dreier Menschen zutage gefördert. Doch was ist in dem Horrorhaus tatsächlich passiert? Es war ein gewöhnliches Reihenendhaus. Auf der einen Seite schloss sich die Kirche an. Die Kirchenmauern bildeten faktisch die Grenze zum Haus. Die Treppe nach oben war ziemlich steil. Wenn man hochging und sich dann umdrehte, konnte man an der Wand über dem Eingang ein lebensgroßes Bild einer winkenden Frau sehen, das sehr an die junge Rose erinnerte. Langsam werden verstörende Details aus dem Leben der Wests sichtbar. Die Schlafzimmer, die Rose zur Prostitution nutzt, sind mit Wanzen, Kameras und Aufzeichnungsgeräten bestückt, sodass Fred seiner Frau zuschauen konnte. Am bemerkenswertesten ist für Paul Britton jedoch der Keller. Dieser Teil des Hauses war in sich abgeschlossen. Die Leute konnten da unten tun und lassen, was sie wollten, und waren einigermaßen sicher, dass sie dabei nicht gestört wurden. Um dahin zu gelangen, wo wir jetzt sind, musste man einen relativ komplizierten Weg nehmen und vom Hintereingang erst durch eine Küche und dann durchs Bad gehen. Man ist hier ungestört, es gibt keine Fenster, das Mauerwerk ist ziemlich dick, schließlich befinden wir uns ja im unteren Teil des Fundaments. Das Ganze hat eine doppelte Funktion. Zum einen ist es der ultimative Vergnügungsort, zum anderen Arbeitsraum, der Raum, in dem schreckliche Dinge getan werden. Britton rät der Polizei, die Suche im Inneren des Hauses fortzusetzen. Es hört sich komisch an, aber die Leichen waren im Garten, weil das Haus schon voll war. Paul Britton bezeichnete West als einen räuberischen Sexualpsychopathen. Er betonte ganz deutlich, dass die Möglichkeit bestand, dort noch mehr Opfer zu finden. Ich sage Ihnen, Sie werden mit etwas konfrontiert, das Sie noch nie und auch nur ganz wenige Ihrer Kollegen je gesehen haben und das Sie eigentlich auch nie sehen wollten. Fred West wird mitgeteilt, dass die Polizei nun auch im Haus sucht. Kurz nach halb sechs, an jenem Nachmittag, bekam ich einen Anruf aus dem Gefängnis. Howard Ogden, Wests Anwalt, wollte mich dringend sprechen. Als er ankam, schien er ziemlich blass und fragte mich, ob ich mich nicht hinsetzen wollte. Ich möchte gestehen, ungefähr 9 weitere Menschen getötet zu haben. 9 Killings. So etwas sprengte alle Vorstellungen. 9 Killings. 9 Morde. Das kam völlig überraschend aus heiterem Himmel.
Und zwar Charmaine, Rena. Das überstieg all meine Erfahrungen. Linda Goth und vermutlich die vieler anderer Polizisten auch. Und andere, noch zu identifizierende. Ich habe mich wirklich gefragt, ob ich diesem Fall gewachsen war. Polizisten haben heute in der Cromwell Street 25 vermutlich die Überreste einer weiteren Person gefunden. Alle wollten wissen, was los war. Polizeisprecherin Hillary Allison, die schnell den Beinamen Engel der Cromwell Street bekommt, hat alle Hände voll zu tun, um das stetig wachsende, mittlerweile weltweite Medieninteresse zu befriedigen. Ich ging raus, um ein Statement zu geben, und plötzlich gab es ein Blitzlichtgewitter. Alle fragten etwas und steckten mir ihr Mikrofon ins Gesicht. Wir konnten nur sagen, Leute, haltet euch mal zurück, eine Frage nach der anderen. Wir werden ein Statement verlesen. Wir werden auch hinterher Einzelinterviews geben, aber erst mal ein Stück zurück. Jede Menge Leute waren zur Cromwell Street gekommen. Das Ganze sah aus wie bei einem Fußballspiel mit japanischen Fotografen. Einmal durchbrachen die Presseleute sogar die Polizeibarrieren und ich wurde an der Wand fast zerdrückt. Unangenehm, wenn du eigentlich nur zur Arbeit gehen willst. Wir erhielten zahllose Anrufe von Reportern aus dem ganzen Land. Einer sagte, wir haben gehört, es wären 32 Leichen. Beim nächsten waren es schon 69. Ein anderer, Fred West soll 32 Kinder gezeugt haben. Wir konnten immer nur entgegnen, das ist reine Spekulation. Niemand hat diese Zahlen genannt. Sobald wir etwas wissen, werden wir es Ihnen sagen. Inzwischen weiß die Polizei von 12 Opfern. 3 konnten identifiziert werden. Heather, Shirley Robinson und Allison Chambers, die West fälschlicherweise als Shirleys Freundin bezeichnet hatte. Ich gestehe. West gesteht weitere 9 Morde, unter anderem an seiner ersten Frau Rena Costello und ihrer Tochter Charmaine. Aber wo waren Lucy Partington und Linda Goth? Sind sie irgendwo im Haus verscharrt oder an einem ganz anderen Ort? West führt die Polizei nach Much Markle, einem kleinen ländlichen Ort etwa 25 Kilometer entfernt, in dem er seine Jugend verbracht hatte. Wir hofften, dass uns der Verdächtige auf diesem Feld zeigen konnte, wo er die Leiche vergraben hatte. Wir hatten Glück. 4 Tage nach Beginn der Grabungen fanden wir die Überreste von Rena Costello, Wests erster Frau. Seit 1971 war sie nicht mehr gesehen worden. Der Körper lag also mehr als 20 Jahre unter der Erde. Es gibt noch etwas, nach dem die Polizisten gar nicht gefragt hatten. Fred West eröffnet den Ermittlern, dass ganz in der Nähe die Leiche von Renas Freundin, Anne McFall, liegt. Die, ebenso wie Shirley Robinson, von ihm schwanger war. Als er die Leiche verscharrte, gab es dort noch einen kleinen Teich. Außerdem hat der Bauer seit damals die Erde aufgeschüttet und das ursprüngliche Niveau um etwa 2,5 Meter angehoben. Zwei Monate lang haben wir hier ein Areal in der Größe eines 50-Meter-Schwimmbeckens umgegraben. Ohne Erfolg. Kurz bevor wir die ganze Operation abblasen wollten, fanden wir ihre sterblichen Überreste. Der Fund war ziemlich erschütternd, weil Anne McFall vermutlich Fred Wests erstes Opfer war und als letzte gefunden wurde. Auch die Ermittlungen im Haus der Wests in der Cromwell Street stehen kurz vor dem Abschluss. Zentimeter um Zentimeter haben die Beamten das Gebäude abgesucht. 5 weitere unbekannte Opfer werden aus der Erde unter dem Fundament geborgen. Im Badezimmer schließlich finden sich die Überreste von Linda Goth. Das Horrorhaus ist endlich leergeräumt. Die Frage aber bleibt, wer sind die 5 noch nicht identifizierten Opfer?
Das herauszufinden liegt in den Händen eines Mannes, Professor David Whittaker. Wichtige Anhaltspunkte liefert ihm ein Schädel, der einige besondere Merkmale aufweist. Die beiden Schneidezähne dieses Mädchens müssen irgendwann mal beschädigt worden sein. Sie tragen provisorische Kronen. Für einen Zahnarzt heißt das, sie hatte vermutlich einen Unfall. Sie war deshalb in Behandlung, hatte schon die provisorischen Kronen eingesetzt bekommen, starb aber, bevor sie die endgültigen Kronen erhielt. Whittakers Beobachtungen lassen in einer Kollegin der Polizei eine vage Ahnung aufsteigen. Sie erinnert sich an ein Hockeyspiel vor vielen Jahren, bei dem einem Mädchen aus der Gegend die Schneidezähne ausgeschlagen wurden. Konnte es sich um ein und dieselbe Person handeln? Es gab vielleicht 10.000 vermisste Mädchen, die alle in Frage kamen. Und dann kommt eine Polizistin und meint, könnte es das Mädchen sein, das damals Hockey gespielt hat? Das war natürlich extrem unwahrscheinlich, aber wir mussten es selbstverständlich überprüfen. Und es stellte sich heraus, es war dasselbe Mädchen. Mir wurde bewusst, Lucy wäre nicht gestorben, wenn sie nicht weiblich gewesen und auf diese unbegreifliche Art und Weise mit der Welt der Wests zusammengeprallt wäre. Eine Welt, die sich als das genaue Gegenteil ihres Lebens erwies. Das Mädchen, das damals Hockey gespielt hatte, war Lucy Partington. Nach 20 Jahren der Ungewissheit kann Marion ihre Schwester endlich beerdigen. Sie fragt die Polizei, ob sie Lucys sterbliche Überreste sehen darf. Ich ging nach vorn, hob den Deckel hoch und erkannte im selben Moment schon an der Form, dass es Lucys Schädel war. Es half mir sehr, die Sache abzuschließen. Einen großen Schritt vorwärts machen die Ermittler durch die Aussagen von Caroline Roberts. Etwa einen Monat, nachdem ich das Haus der Wests verlassen hatte, war ich wieder als Anhalterin unterwegs. Es war der 6. Dezember und ich stand an derselben Stelle wie knapp 5 Wochen zuvor. Wieder kamen die beiden vorbei. Rose öffnete das Fenster, lächelte mich an und meinte, ich bin so froh, dich zu sehen. Es tut mir echt leid, was passiert ist. Auch Fred lächelte und sagte, es tut mir wirklich leid, Caroline, ich wollte dich nicht verunsichern. Hab nur Spaß gemacht. Sie erzählten, die Kinder würden mich vermissen und sie selbst natürlich auch. Sie waren so nett zu mir, dass ich das Gefühl hatte, einsteigen zu müssen. Come on. Okay. Thanks. Ich setze mich mit Caroline nach hinten. Nach etwa 3 Kilometern schaute mich Fred im Rückspiegel an und fragte, ob ich Sex gehabt hätte. Mir zog sich der Magen zusammen und ich dachte, nein, nicht schon wieder. Sieh nach, ob sie Sex hatte. Und sie griff mir sofort in den Schritt. Fred fuhr auf den Randstreifen, drehte sich um und schlug mir so lange auf den Kopf, bis ich schließlich ohnmächtig wurde. Als ich wieder zu mir kam, waren meine Hände hinter dem Rücken mit einem Schal zusammengebunden und sie umwickelten meinen Kopf mit einer Art Klebeband. Sie meinten, wenn du dich wieder beruhigst, kriegst du eine Tasse Tee, wir machen dich los und fahren dich nach Hause. Und das haben sie auch gemacht. Sie nahmen das Klebeband ab, lösten meine Fesseln, gaben mir eine Tasse Tee und eine Zigarette und versuchten so, mich zu beruhigen. Ich dachte, okay, sie haben einfach einen Fehler gemacht und in mir etwas gesehen, was ich nicht bin. Und ich gehe jetzt nach Hause. Wenige Minuten später stürzte sich Rose auf mich und versuchte, mich auf den Mund zu küssen. These are people
Die Wests erfuhren vermutlich mehr Freude, Befriedigung und Erfüllung durch das, was sie diesen armen Mädchen antaten, als durch irgendetwas anderes in ihrem gesamten Dasein. Und weil sie es gemeinsam erlebten, erhöhte sich für sie noch der Wert und die Lust daran. Fred schaute anfangs nur zu, aber dann wurde es intensiver und beide machten an mir rum. Was ihr zustieß, ist praktisch wie ein Drehbuch für viele der Dinge, die noch kommen sollten. Und was den Opfern angetan wurde, die anschließend grausam ermordet wurden. Selbst in solch einer kritischen Situation zeigten sie keine Eile. Sie gingen nicht zwangsläufig davon aus, sie später umbringen zu müssen, erwarteten aber auch nicht, dass sie bald von sich aus gehen würde. Eine ihrer Schwachstellen war, dass sie nicht verstanden, dass andere Leute empfindungsfähige, aktive Wesen sind. Das heißt, wenn sie flüchten können, werden sie es tun. Wenn sie sich widersetzen können, werden sie es tun. Ich versuchte zu schreien, doch Rose drückte mir ein Kissen auf den Kopf und nahm mir die Luft. Zuerst kämpfte ich gegen sie an, aber dann dachte ich mir, nein, was soll's? Man gibt einfach auf. Es ist so einfach, es geschehen zu lassen, einzuschlafen und das war's. Fred kam zurück, riss das Kissen weg und dann drohten sie, mich umzubringen. Ich hatte ihre beiden Gesichter direkt über mir. Sie sagten, wir werden dich im Keller halten und unseren schwarzen Freunden zur Verfügung stellen. Und wenn sie mit dir fertig sind, bringen wir dich um und verscharren dich unter den Pflastersteinen von Gloucester. Da liegen schon hunderte Mädchen. Die Polizei hat sie nicht gefunden, genauso wenig, wie sie dich finden werden. Caroline Roberts ist kein Einzelfall. Indizien, die bei den anderen Opfern gefunden werden, deuten darauf hin, dass sie Ähnliches durchmachten, bevor sie ermordet wurden. Wir fanden ein Messer. Damit sind die Opfer jedoch nicht zerstückelt worden, denn es handelte sich um ein langes Brotmesser mit abgerundeter Spitze. Außerdem entdeckten wir noch sogenanntes Bondage-Material, das für Fesselungen verwendet wird. Verschiedene Masken, Paketklebeband, das um den Kopf gewickelt war, und einige Plastikschläuche, die ihnen in die Nasenlöcher gesteckt worden waren. Ganz schön bizarres Zeug. Wenn man sich anschaut, was den jungen Frauen angetan wurde, erkennt man ein Fortschreiten der Erniedrigungen bis hin zur körperlichen Verstümmelung. All diese Dinge kann man noch viel besser genießen, wenn man sich hinterher gemeinsam darüber unterhalten kann. In dieser Beziehung war Rose für Fred West absolut lebenswichtig. Sie hatte für ihn einen enormen Wert. Caroline Roberts wird 1972 von Fred und Rose West vergewaltigt, misshandelt und fast umgebracht. Das Paar lässt Caroline am Leben, nachdem sie versprochen hatte, über die erlittenen Qualen zu schweigen. Bei der ersten Gelegenheit ergreift sie die Flucht und geht zur Polizei. Das traumatisierte Opfer ist jedoch nicht in der Lage, einen Prozess wegen Vergewaltigung durchzustehen. Die Wests werden deshalb nur wegen unsittlicher Annäherungen belangt und kommen mit einer Geldstrafe von 100 Pfund davon. Am schockierendsten an diesem Fall ist, dass hier ganz offensichtlich zwei Serienmörder ihr Unwesen trieben und alles, was wir über die Wests wissen, schon bei jenem Verfahren vor vielen Jahren erkennbar war. Anstatt im Gefängnis zu sitzen, bleiben die Wests auf freiem Fuß und ermorden Linda Goth, Lucy Partington und Carol Ann Cooper noch im selben Jahr. Der Fall von 1972 sowie Caroline Roberts' Aussagen bestärken die Polizei, dass die beiden ihre schrecklichen Verbrechen gemeinsam verübten. Fred hatte gelogen, um seine Frau zu schützen, die noch immer vehement ihre Unschuld beteuert.
Doch wenig später wird auch Rose verhaftet und, wie ihr Ehemann, des neunfachen Mordes angeklagt. Das Wiedersehen vor Gericht läuft jedoch anders als erwartet. Bei jeder Gelegenheit schnauzte sie ihn an, schaute nie in seine Richtung und akzeptierte nicht, wenn er sie berühren wollte. Und das machte ihn offensichtlich ziemlich fertig. Zurückgewiesen und bestürzt schreibt Fred Rose einen Brief. Rose, heute ist dein Geburtstag. Du wirst jetzt 41 und bist immer noch schön. Immer noch hübsch. Am Neujahrstag gegen 1 Uhr. Wir werden uns ewig lieben. Du bist das Wundervollste in der Welt. Fertigte West aus Streifen, die er von seiner Gefängnisdecke abgeschnitten hatte, ein schlangenähnliches, verdrilltes Seil, das er fein säuberlich vernähte. Ich habe kein Geschenk für dich. Nur noch mein Leben. Die Ermittler fragten mich, ob das Risiko besteht, dass sich die Wests umbringen oder verletzen könnten, um so ihrer Strafe zu entgehen. Oder ob sie versuchen würden zu fliehen oder was sie sonst unternehmen könnten. Meine Einschätzung war, dass Rosemary West niemals irgendwelche Zugeständnisse machen würde. Sie war nämlich, und das hatte man die ganzen Jahre zuvor nicht bemerkt, psychisch viel stärker als Fred West je war. Sie würde kein Wort sagen. Er dagegen, es war nahezu sicher, dass er versuchen würde, sich umzubringen, wenn Rosemary ihn ablehnte. Und als sie ihn tatsächlich abwies, brachte er sich um. Fred West entzieht sich seiner Bestrafung durch Selbstmord. Es gibt keine eindeutigen Beweise, dass Rose an den Verbrechen beteiligt war. Wird sie ungeschoren davonkommen? Jede Wohnung, in der die Wests jemals gelebt haben, wird genauestens untersucht. Vielleicht findet sich doch noch etwas, um Rose West zu überführen. In der Midland Road Nummer 25 entdecken die Fahnder die Überreste eines kleinen Mädchens, begraben unter dem Küchenboden. Die achtjährige Charmaine war Freds Stieftochter. Ihre Mutter, Rena Costello, war von Fred ermordet worden. Charmaine wird 1971 zum letzten Mal gesehen. Zu jener Zeit muss Fred eine 9-monatige Haftstrafe absitzen und lässt Charmaine in der Obhut seiner zweiten Frau, Rose, zurück. Konnten wir beweisen, dass er im Gefängnis saß, während dieses unglückliche Kind ermordet wurde, kam er als Täter nicht in Frage und Rosemary hätte ein Problem gehabt. Die Polizei hat jedoch kein einziges Foto von Charmaine, auf dem die Zähne zu sehen sind, mit dem Professor Whittaker den Todeszeitpunkt bestimmen könnte. Ohne genaues Datum aber wäre Rose nichts nachzuweisen. Und alle 12 Morde würden weiterhin Fred West als alleinigem Täter angelastet. Fieberhaft sucht die Polizei nach Fotos der kleinen Charmaine, die Whittaker mit dem Schädel vergleichen kann, der unter dem Küchenboden in der Midland Road gefunden wurde. Ich war wirklich schon fast verzweifelt. Es gab 2 brennende Fragen, auf die ich professionelle Antworten geben wollte. Wer war sie und wann starb sie? Keine der beiden konnte ich beantworten. Doch dann kommt Professor Whittaker das Glück zu Hilfe. Ein Fax, das für Rose Wests Verteidiger bestimmt war, landet irrtümlicherweise bei ihm. Ich konnte es nicht fassen. Da kommt nicht etwa ein Schriftstück raus, auf das man einen flüchtigen Blick wirft, umdreht und zur Seite legt. Nein, da kam ein Foto raus. Sie wissen ja, wie das bei Faxen ist. Es kommt immer mehr, wird immer größer. Es war das Foto von Charmaine West, das wir seit Monaten gesucht hatten. Es gelingt der Polizei, den Fotografen von damals ausfindig zu machen. Der kann anhand seiner Aufzeichnungen ein genaues Datum liefern, wann das Bild entstanden ist. Endlich hat Professor Whittaker den dringend benötigten Referenzpunkt. Er kann messen, um wie viel Charmaines Zähne zwischen dem Moment der Aufnahme und ihrer Ermordung gewachsen sind und so den Todeszeitpunkt ziemlich genau bestimmen. Fred West befand sich zu jener Zeit tatsächlich im Gefängnis. Endlich hat die Polizei etwas gegen Rose in der Hand.
Und zwar gegen Rose allein. Jetzt muss nur noch das Gericht überzeugt werden. Der Prozess gegen Rose West beginnt im Oktober 1995. Angeklagt wegen zehnfachen Mordes bekennt sie sich in allen Fällen für nicht schuldig. Die Staatsanwaltschaft zieht einen Trumpf aus dem Ärmel und bittet Caroline Roberts in den Zeugenstand. Ich dachte mir, damals hätte ich es nicht durchstehen können, aber jetzt kann ich es. Ich werde es tun. Ich wollte endlich Gerechtigkeit für das, was mir und den anderen Mädchen zugestoßen war. Dieses Mal war es mir egal, was die Leute über mich sagen. Ich wollte aussagen. Ich wusste, sie war nicht unschuldig. Als die beiden mich damals angriffen, hätte sie mich beinahe umgebracht. Ich wusste, dass sie zu einem Mord fähig war. Sind Caroline Roberts' Aussage und Professor Whittakers Erkenntnisse, die er aus dem Foto gewonnen hat, stark genug, um das Gericht zu überzeugen? Das Urteil ist eindeutig. Rose West wird des zehnfachen Mordes für schuldig befunden. Der Richter verkündete, dass sie nie wieder auf freien Fuß gesetzt werden sollte. Seit jener Zeit beteuert sie ihre Unschuld, bis zum heutigen Tage. Rosemary West wurde als Kind von ihrem Vater sexuell missbraucht. Und mit 15 wird sie von einer Bushaltestelle entführt und anschließend vergewaltigt. Und 4 Jahre später, als sie 19 war, passiert dasselbe meiner Schwester Lucy. Im Laufe der Jahre habe ich allmählich sowas wie Mitleid für sie empfunden. Rosemary West war wie ein unbeschriebenes weißes Blatt Papier. Frederick West lieferte ihr eine Plattform, eine Art Startbahn, von der sie abheben konnte. Er lenkte sie, ermutigte sie, wies ihr sozusagen den Weg. Was er nicht erwartet hatte, was ihn aber sicherlich enorm befriedigte, war die Tatsache, dass sie ihm bereitwillig folgte. Rose und Fred West töteten, folterten und begruben ihre Opfer gemeinsam. Das Horrorhaus in der Cromwell Street in Gloucester wurde abgerissen. Einige glauben, dass es noch weitere Opfer gibt, deren Überreste nie gefunden wurden. Dreißig Jahre, 10 Leichen, 3 Buchstaben, die für einen Terror stehen, wie ihn Amerika noch nicht gesehen hatte. B steht für Bind, T für Torture und K für Kill. Festbinden, Foltern, Töten. Selbst die Polizei sah sich von dem Serienkiller bedroht. Ich fürchtete, er könnte auch meine Familie verfolgen. Noch wissen weder die Ermittler noch die beteiligten Wissenschaftler, dass ihre Jagd nach einem der brutalsten Serienmörder Amerikas mehrere Jahrzehnte dauern wird. Wichita, Kansas. Mit rund 350.000 Einwohnern die größte Metropole des US-Bundesstaates im Mittleren Westen. Die gottesfürchtigen Bürger fühlten sich in ihrer Stadt immer sicher. Kaum jemand schloss seine Haustüre ab. Doch diese Sicherheit wurde erschüttert, als ein geheimnisvoller Serienmörder begann, sein Unwesen zu treiben. Über 30 Jahre lang jagten 2 Generationen von Fahndern einem Phantom hinterher. Lieutenant Ken Landwehr leitete damals die Sonderkommission.
Wir wussten, er würde irgendwann wieder töten, wenn wir ihn nicht fassten. Was der ehemalige Polizeichef Richard Lemagne 1974 am Tatort erblickte, verfolgte ihn noch viele Jahre. In diesem Haus schlug BTK vor über 30 Jahren zum ersten Mal zu. Bei den meisten unserer Morde handelte es sich um Fälle von häuslicher Gewalt und Ähnlichem. Dieser aber war äußerst ungewöhnlich und hat uns alle überrascht. Das kleine Häuschen gehört der Familie Otero, die erst vor kurzem nach Wichita gezogen ist. Joseph Otero ist pensionierter Luftwaffensoldat. Seine Frau Julie arbeitet in einer Fabrik im Ort. Unseren Beamten bot sich ein schockierendes Bild. Sie fanden die Eltern im Schlafzimmer, Gesicht nach unten, voll bekleidet, offensichtlich erdrosselt, mit Tüten über den Köpfen. Im Nachbarzimmer liegt der 9-jährige Joe Otero Jr., ebenfalls erdrosselt. Wenig später entdeckt die Polizei auch die Leiche seiner 11-jährigen Schwester Josephine. Josephine starb nicht auf die gleiche Art wie die anderen. Der Täter hatte sie nach unten getragen, als sie offensichtlich noch lebte. Er hatte ihr ein Seil um den Hals gelegt, es über ein paar Rohre geworfen und sie dann hochgezogen. Und während sie erstickte, masturbierte er. Deshalb glaube ich, dass sie sein eigentliches Ziel war. Die anderen drei Kinder überleben vermutlich nur, weil sie zur Tatzeit in der Schule sind. Der Täter kappt vorsorglich die Telefonleitung, damit niemand Hilfe herbeirufen kann. Die Oteros waren offensichtlich nicht zufällig zum Opfer geworden. Niemand marschiert einfach von der Straße rein und bringt eine Familie um. Sowas passiert nicht in Wichita, Kansas. Doch Wichita ist nicht mehr so wie früher. BTK hat zum ersten Mal zugeschlagen. Warum tut jemand einer Familie sowas an? Es musste dafür einen Grund geben. Erste Indizien lassen die Polizei ein sexuelles Motiv vermuten. Neben Josephines Leiche war Samenflüssigkeit gefunden worden. Jetzt ging es vor allem darum, die Blutgruppe des Verursachers festzustellen. Die Untersuchungen legen nahe, dass der Killer die weit verbreitete Blutgruppe 0 hat, wie rund 40% der amerikanischen Bevölkerung. Beweiskräftige DNA-Testverfahren sind zu jener Zeit noch nicht entwickelt. 9 Monate lang verfolgt die Polizei jede auch noch so kleine Spur. Es werden Phantombilder nach Zeugenaussagen angefertigt, alles ohne Erfolg. Dann, im Oktober 1974, gestehen 3 Männer, die Oteros ermordet zu haben. Doch eine Person weiß, dass sie allesamt lügen. Die 3 Kerle schwätzen nur, um Aufmerksamkeit im Otero-Fall zu erheischen. Die wissen überhaupt nichts. Ich hab's getan. Und zwar ohne fremde Hilfe. Der Verfasser des Briefes beschreibt schreckliche Details der Tat. Josephine am Hals aufgehängt im nordwestlichen Teil des Kellers. Die Hände mit Paketschnur. Die Füße mit einer Wäscheleine gefesselt. Ihre Brille im südwestlichen Schlafzimmer. Nur der Mörder konnte das wissen. Nichts davon war veröffentlicht worden. FBI-Profiler Roy Hazelwood wird gerufen, um BTKs Verhalten zu analysieren. Es ist für einen Serienmörder ungewöhnlich, nach Verüben der Tat mit jemandem Kontakt aufzunehmen. BTK litt ganz offensichtlich unter krankhaftem Narzissmus. Solche Leute fühlen sich anderen überlegen, glauben nie, Fehler zu machen, und ringen verzweifelt um Aufmerksamkeit.
Dieser Mann ist ein Psychopath. Und Psychopathen sind höchst manipulativ. Er ist ein Individuum, das genau erkennen kann, was allein als Folge seines Tuns passiert. Er schrieb den Brief, deponierte ihn in der Stadtbücherei und rief dann einen Lokalreporter an. BTK verspottet die Polizei und fordert sie heraus, ihn zu fangen, bevor er wieder zuschlägt. Vielleicht könnt ihr dieses Monster in meinem Gehirn stoppen. Ich kann's nicht. Es hat schon sein nächstes Opfer ausgewählt. Die Codewörter für mich werden sein: festbinden, foltern, töten. BTK. Sie werden sich auf dem nächsten Opfer finden. 3 Jahre vergehen, bis der Folterer von Wichita zu seinem nächsten Schlag ausholt. Die 24-jährige Shirley Vian wohnt mit ihren 3 Kindern in einem Haus in der Hydraulic Street. Sie war an jenem Tag krank und mit den Kindern allein. Er hatte seine sogenannte Einsatztasche dabei. Um 11.45 Uhr am 17. März 1977 schlägt der Mörder wieder zu. Er schloss die Kinder im Bad ein und strangulierte die Frau ganz langsam. Sexueller Sadismus nährt sich von der Reaktion auf physischen oder emotionalen Schmerz, der anderen zugefügt wird. Für BTK ist es extrem wichtig, Terror und Angst hervorzurufen. Plötzlich klingelte das Telefon, weil er die Leitung nicht gekappt hatte. Er geriet in Panik und verschwand. Die Ermittler sahen eine mögliche Verbindung zu den Otero-Morden. Shirley Vians Sohn hatte den Killer schon früher an jenem Tag an der Haustür der Nachbarn gesehen. Für die Polizei ein wertvoller Hinweis. Seine Mutter war also nicht das primäre Ziel gewesen. Nicht viele Menschen können jemals sagen, ich war im Visier eines Serienkillers. Denn die meisten dieser Leute sind tot und können nicht mehr darüber reden. Cheryl Sakosi und Judy Skirl teilen sich Ende der 70er Jahre eine Wohnung, nur wenige Schritte von Shirley Vians Haus entfernt. Am Tag des Mordes sind sie jedoch nicht zu Hause. Als ich heimkam, erzählte mir die Polizei, dass ein Mann die Frau von nebenan ermordet hatte. Zuvor aber hätte er an meiner Tür geklopft und deshalb sei ich vermutlich das eigentliche Ziel gewesen. Cheryl Sakosi hat an jenem Tag Glück. Die beiden Frauen sind sich jedoch sicher, dass BTK im folgenden Jahr zurückkam. Ich ging in die Küche, schaltete das Licht an und plötzlich sah ich einen Mann, der durchs hintere Fenster hineinspähte. Er drehte sich um und ging weg. Wir versteckten uns mit dem Telefon unter dem Küchentisch. Ich versuchte, die Polizei zu rufen und wir verharrten unter dem Tisch, bis es hell wurde. BTK macht sich gezielt auf die Suche nach Frauen, die oft allein zu Hause sind. Er zog durch die Gegend, bis ihm jemand passend erschien. So fand er seine Opfer. Die 25-jährige Nancy Fox ist solch eine Frau. Sie hat 2 Jobs und kommt jede Nacht erst spät nach Hause.
Um keine Fehler zu machen, sammelte er Informationen über seine Opfer, wo sie wohnten, welches Auto sie fuhren, wann sie nach Hause kamen. Am 8. Dezember 1977 kommt Nancy Fox von ihrer Arbeit bei einem Juwelier zurück. Hi, Nancy. Erwürgen, erdrosseln, hängen sind sehr langsame, quälende Arten zu sterben. Er brachte seine Opfer an den Rand des Todes und ließ sie wissen, dass er ihnen erlaubt hatte, wieder zurückzukommen. Er gestattete seinen Opfern, sich wieder etwas zu erholen. Das gehörte zu seiner Rolle, Gott zu spielen. Er hatte die Macht über Leben und Tod eines anderen Menschen. Bislang stehen 5 ungelöste Morde zu Buche. Um 8.18 Uhr eines Morgens erfährt die Polizei von einem 6., vom Täter selbst. Mit einer unglaublich dreisten Geste informiert BTK die Polizei über sein neuestes Verbrechen. Aus reinem Narzissmus ruft er sie an, sagt ihnen, hier bin ich, ich hab's getan, und trotzdem könnt ihr mich nicht fangen. Die Polizei eilt zu dem öffentlichen Telefon. Als sie ankommt, ist der Killer schon weg. Es war Teil seines Machtspiels mit der Polizei. 2 Monate später, im Februar 1978, macht BTK seinen nächsten Zug. Bei einer lokalen Fernsehstation kommt ein Päckchen an. Es enthielt nicht nur einen Brief, sondern ein Gedicht mit dem Titel »O Tod für Nancy«. Eine Strophe lautete: »Was ist es, das ich erblick? Eiskalte Hände halten mich. Der Tod ist gekommen, wie ihr alle seht. Die Hölle hat ihre Pforten geöffnet, um mich zu holen.« Unterzeichnet ist es mit BTK. Er schrieb: Was haltet ihr von folgenden Namen für mich? Der BTK-Würger, der Psycho. Und dann? Der Henker von Wichita, der Ersticker. Der Verfasser bekennt sich zu 7 Morden: an den Oteros, Shirley Vian, Nancy Fox und einem noch namenlosen Opfer. Wie viele muss ich noch umbringen, bis mein Name endlich in den Zeitungen erscheint? Dieser Satz ließ jedermann sofort aufhorchen. Die Polizei steckt in einem Dilemma. Geht sie auf BTK ein? Oder soll sie ihn ignorieren und riskieren, dass er sich zu einem weiteren Mord provoziert fühlt? Es wurde heiß diskutiert, ob wir ihm die gewünschte Anerkennung geben oder nicht. Es birgt sicherlich eine Gefahr, die Anwesenheit eines Serienkillers in der Stadt zu bestätigen, besonders wenn man ihm auch noch einen Namen gibt. Das wertet sein Tun nämlich auf, ermutigt ihn vielleicht sogar wieder zu morden. Die Polizei entscheidet, an die Öffentlichkeit zu gehen und die Bevölkerung vor dem Serienmörder in Wichita zu warnen. Lässt sich ein Verhaltensmuster erkennen? Wir haben es mit jemandem zu tun, der offensichtlich manchmal das unkontrollierbare Verlangen hat, zu töten. Irgendwann musste ich die Entscheidung treffen, zu sagen, ja, du bist cleverer als wir. Wir gehen auf deine Bedingungen ein. Wir waren überzeugt, wenn wir nicht mit ihm kommunizieren, gibt es einen weiteren Mord. Welche Spuren haben Sie? Ganz ehrlich, überhaupt keine eindeutigen Spuren. Die Polizei nutzt das Fernsehen und versucht, BTK durch ein ungewöhnliches Experiment zu überlisten. Wir schnitten für Sekundenbruchteile 1-2 Bilder in das Videoband ein, die bestimmte Wörter enthielten. Wir hofften, dass sich ihr Inhalt unterbewusst in BTKs Gehirn einbrennen würde. Das hört sich heute ziemlich albern an, aber vor 30 Jahren haben wir daran geglaubt. Hier die Sequenz, die ausgestrahlt wurde. Und jetzt noch einmal in 50-facher Verlangsamung.
Im Nancy Fox-Fall hatte er uns eine Zeichnung geschickt, in der eine Brille verkehrt herum auf dem Boden lag. Dieses Brillenmotiv nutzten unsere Verhaltensforscher und versahen es mit der einfachen Botschaft: Ruf den Polizeichef an. Sie wussten, dass er die Sendung sehen würde. Es hat leider nicht funktioniert. Robert Beatty, ein in Wichita lebender Anwalt, erinnert sich, wie die ganze Stadt langsam von Panik ergriffen wurde. Ständig riefen Frauen die Polizei um Hilfe. Und Nacht für Nacht stürmte die dann mit Taschenlampen und gezogenen Pistolen in die Häuser, um sie zu durchsuchen. Die Leute hatten Todesangst, vor allem junge Frauen. Unsere Außentüren habe ich mit 3 Schlössern gesichert. Unsere Schlafzimmertüren von innen verriegelt. Und trotzdem hatte ich die ganze Nacht Angst, dass dieser Mann wiederkommt. Wir kamen zu der Ansicht, dass der Täter hier in der Gegend wohnte. Er war einer von uns und deshalb konnten wir ihn nicht finden. Er war mitten unter uns. Noch immer tappt die Polizei im Dunkeln und wendet sich erneut an die Wissenschaftler. Vielleicht findet sich doch noch ein entscheidender Hinweis auf die Identität des Täters. Auf einem Kleidungsstück des Nancy Fox-Falls entdeckten wir Rückstände von Samenflüssigkeit und die haben wir mikroskopisch auf Spermazellen untersucht. Unglücklicherweise gehört BTK jedoch zu den Menschen, die die Wissenschaft als Nonsekretoren bezeichnet. Im Gegensatz zu den meisten anderen lässt sich an ihren Spermazellen die Blutgruppe nicht nachweisen. Die frühere Annahme, dass er der Blutgruppe 0 angehört, kann nicht bestätigt werden. Nonsekretoren machen etwa 20% der Bevölkerung aus. In einem sogenannten PGM-Test stellten wir fest, dass der Mann zum PGM-Typ 1 gehört, wie etwa 50% der Bevölkerung. Nimmt man beide Faktoren zusammen, können wir den Täterkreis auf 10% der Bevölkerung einschränken. Doch auch diese Information hilft der Polizei nicht viel weiter. In Wichita allein leben 15.000 Männer mit den entsprechenden Merkmalen. Erschwerend für die Arbeit der Ermittler kommt hinzu, dass BTK zwischen seinen Morden immer längere Zeit verstreichen lässt. Schon 3 Jahre hat er nicht mehr zugeschlagen. Wir wussten, dass er da draußen nach weiteren Opfern suchte. Die Polizei prüft, ob sich bei den Morden irgendwelche übereinstimmenden Muster erkennen lassen. Sie wurden alle innerhalb eines kleinen Radius begangen, doch sonst scheint sie nichts zu verbinden. Es war unmöglich, vorauszusagen, wer sein nächstes Opfer sein würde. Er handelte absolut willkürlich. Alles hing davon ab, wie er sich an dem Tag gerade fühlte. Die Polizei untersucht noch einmal alle bislang gefundenen Beweisstücke. BTK hatte von seinen Briefen immer nur Fotokopien verschickt, um Hinweise auf die benutzte Schreibmaschine zu verschleiern. Nicht wissend, dass frühe Kopierer mit ganz bestimmten Papierrollen und Tonern arbeiteten. Den Fahndern gelingt es, die Fotokopien anhand des verwendeten Papiers einem Gerät auf dem Campus der Wichita State University zuzuordnen. Doch die Freude währt nur kurz. Es war ein öffentlicher Kopierer. Jeder konnte da Geld einwerfen und Kopien machen. Wieder steckt die Polizei in einer Sackgasse. Uns blieb noch die Tonbandaufnahme, die wir immer wieder abspielten. Was ist die Adresse? 43 South Pershing.
Die Stimme schien einem Weißen zu gehören. Wir suchten also nach weißen Männern, Alter vermutlich Anfang, Mitte 40. Dann in den 80er Jahren nichts. BTK scheint verschwunden zu sein. Keine Briefe, keine Morde. Hat er einfach aufgehört? Oder stellt er gerade seinem nächsten Opfer nach? Wir nahmen an, dass er tatsächlich aufgehört hatte, aber immer noch hier war. Die Polizei hält an ihrer Sonderkommission fest, um die Jagd auf BTK fortzusetzen. Sie nahmen sich jeden vor, der schon mal aufgefallen war wegen Sexual- oder anderer krimineller Delikte, und schlossen sie alle aus. Dann, im April 1985, geht das Morden nach 6 Jahren plötzlich weiter. Die 53-jährige Maureen Hatch wird erwürgt in einem Wassergraben am Stadtrand von Wichita gefunden. Die Fahnder sind sich nicht sicher. Hatte BTK wieder zugeschlagen? Die Tatumstände scheinen nicht ganz zu passen. Es gab bei BTK ein bestimmtes Ritual, jedoch keine bestimmte Art, das Verbrechen zu begehen. Was ihn wiedererkennbar machte, war sein Ritual. Der Killer fährt in jener Nacht mit der Leiche in eine leerstehende Kirche, um dort eine ganze Serie sexuell eindeutiger Fotos zu machen. Er sah das als eine Art Herausforderung. Er bringt sie in die Kirche, Gottes Haus auf Erden, und entehrt es dadurch, allein aus dem Drang zu zeigen, wie mächtig er ist. Trotz der dreisten Machtdemonstration und des damit verbundenen Risikos für den Killer bleibt der Mord ungeklärt. Sollte BTK tatsächlich der Täter gewesen sein, hieß das vor allem eines. Er ist bereit, auf das nächste Opfer zu warten, wenn es sein muss, mehrere Jahre. 1991. 6 Jahre später wird eine weitere Leiche gefunden. Die 62-jährige Rentnerin Dolores Davis lebt in einem kleinen Häuschen am Stadtrand. Während sie schläft, wirft ein Unbekannter einen Betonbaustein durch die Glastür des Wohnzimmers. Das hat sich bestimmt angehört wie eine Bombe. Sie sprang vermutlich aus dem Bett, um zu sehen, was los war. Und plötzlich stand dieses Tier vor ihr. Und dann hat er sie mit ihrer Strumpfhose erdrosselt. Die Polizei findet die Leiche unter einer Brücke etwa 15 Kilometer nördlich von Wichita. Ein weiteres Opfer von BTK? Er hinterließ keine Spuren, es gab keine Zeugen. Auf einer Skala von 1 bis 10 für den bestorganisierten Menschen würde ich BTK eine 8 geben. Dreißig Jahre nach BTKs erstem Mord liefern die inzwischen hochentwickelten DNA-Tests den entscheidenden Durchbruch. Spermaspuren, die der Mörder in den 70er Jahren hinterlassen hatte, werden erneut untersucht. Endlich hatte die Polizei greifbare Ergebnisse in der Hand. Wir hatten jetzt BTKs DNA-Profil. Solange wir aber nicht das Profil einer verdächtigen Person zum Vergleich hatten, gab es auch niemanden zu identifizieren. Wir konnten lediglich ausschließen, dass es sich um einen verurteilten Straftäter handelte, dessen DNA-Daten schon bei uns gespeichert waren. Am 30. Jahrestag von BTKs erstem Mord veröffentlicht Robert BT ein Buch, indem er behauptet, der Killer habe das Morden eingestellt. Ich dachte, der Kerl ist vermutlich tot. Es begann als kleine akademische Übung. Dann aber dämmerte mir, dass es den Killer vielleicht aus der Reserve locken könnte. Wenn es ihn noch gab, würden wir von ihm hören. Das war die Kampfansage für BTK, zu sagen, seht, mich gibt's noch, ich bin überall. Am 19. April 2004 geht ein Brief bei dieser Lokalzeitung ein. Der Verfasser bezeichnet sich als Täter in einem ungeklärten Mordfall aus dem Jahre 1986.
Opfer war die damals 28-jährige Vicky Wegerle. Die Unterschrift ist wohl bekannt. Es gab keinen Zweifel, dass der Brief echt war und von BTK stammte. Diesmal wollten wir den Kerl schnappen. Wir mussten ihn am Reden halten. Früher hatten wir das Problem, dass wir einen Brief bekamen und dann anschließend 3-4 Jahre nichts von ihm hörten. Wir wollten also die Häufigkeit der Kontakte unbedingt erhöhen. BTK darf keinesfalls ein weiteres Mal untertauchen. Es war wichtig, eine Verbindung zwischen Lieutenant Landwehr und dem Killer aufzubauen. Das FBI warnte uns aber, dass er sich möglicherweise seine Kontaktperson oder deren Familie zum Ziel nehmen könnte. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich hatte wahnsinnige Angst, der Kerl könnte es auf meine Familie absehen oder jemanden in der Umgebung umbringen. Und ich wäre schuld gewesen. Wir waren äußerst vorsichtig, sagten nie etwas, das ihn herausfordern oder vielleicht herabsetzen konnte. Wir durften ihn nicht brüskieren. Er sollte sich auf keinen Fall aufregen. Dieser Fall ist für mich eine der größten Herausforderungen überhaupt. Es wäre sehr interessant, mit der Person zu sprechen, die diese Dinge tut. Ich spreche nicht zur Presse, nicht zur Öffentlichkeit. Ich spreche zu BTK. Endlich hat er die Aufmerksamkeit, nach der er sich immer gesehnt hat. Wie 3 Jahrzehnte zuvor spüren die Bewohner von Wichita wieder, wie Angst von ihrer Stadt Besitz ergreift. BTK reagiert auf Lieutenant Landwehrs Aufruf. Er hinterlässt eine Serie von Zetteln und Päckchen, oft verpackt in Cornflakes-Kartons, die mit BTK markiert sind. Außerdem schickt er eine gefesselte und erhängte Puppe als makabere Referenz an die junge Josephine Otero. Und schließlich enthüllt er seinen neuen Plan. Er wird wieder töten. Ich habe eine Frau ausgemacht, die offensichtlich allein lebt. Ich muss noch die Details ausarbeiten. Ich bin jetzt viel älter und muss noch vorsichtiger sein. Es passiert dieses oder nächstes Jahr. Die Zeit läuft mir davon. Er hat gedroht, jemand umzubringen. Und wir haben die Öffentlichkeit darüber informiert. Es ist ernst. Traut niemandem. 10 Monate lang spielt BTK mit der Polizei Katz und Maus. Doch sein Verlangen, sich mitzuteilen, verleitet ihn zu einem gravierenden Fehler. Er deponiert ein Päckchen auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks. Der Parkplatz wird jedoch von Kameras überwacht. Die Fahnder haben mehr als 2000 Stunden Videomaterial vor sich. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit. Ein Fahrzeug kommt auf den Platz, fährt eine Art Bogen und parkt neben dem Truck. Ein Mann holt etwas aus seinem Wagen, legt es auf die Ladefläche des Trucks und fährt wieder weg. Der Mann auf dem Videoband lässt sich nicht identifizieren. Doch sein Auto liefert wichtige Hinweise. Forensikexperten ermitteln Größe, Breite und Bodenfreiheit sowie die Farbe des Schattens, den das Fahrzeug wirft, und machen eine entscheidende Entdeckung. BTK fährt einen schwarzen Jeep Cherokee. In dem hinterlegten Päckchen findet sich ein Brief. BTK möchte wissen, ob sich eine Diskette zu dem Computer zurückverfolgen lässt, mit dem sie beschrieben wurde. Wenn die Polizei verspricht, dass das nicht geht, würde er demnächst auf diese Weise kommunizieren. Er fühlte sich so mächtig und glaubte, die Polizei wäre von seinen Informationen so abhängig, dass sie ihn unmöglich anlügen konnten. Doch die Polizei hält sich nicht an BTKs Spielregeln. Er wollte, dass wir in einer Kleinanzeige antworten mit dem Satz: Rex, es geht in Ordnung. Die Chance, dass er auf unseren Trick hereinfällt, war gleich null. Niemand hat geglaubt, dass wir jemals so viel Glück haben würden. Die Polizei teilt BTK mit, die Diskette lasse sich nicht zurückverfolgen.
Der Killer glaubt den Fahndern und begeht einen fatalen Fehler. In vielen Microsoft-Dokumenten finden sich sogenannte Metadaten, Informationen über die jeweilige Datei, die man ganz einfach abrufen kann. Und hier sieht man, dass die Software im Namen einer Kirchengemeinde registriert wurde. Die Kirche liegt nördlich von Wichita, ganz in der Nähe. Sollte tatsächlich eine Verbindung zu dem Serienmörder bestehen? Das Dokument wurde zum letzten Mal von einer Person namens Dennis gespeichert. Nach über 30 Jahren ein Name. Endlich hat die Polizei den Schlüssel, um den Fall zu lösen. Auf der Homepage der Kirche gab es einen Link zu den Leuten, die der Kirche nahestehen. Wenn man den anklickt, erscheint der Name des Präsidenten der Vereinigung, Dennis Rader. Die Fahnder eilen zu Dennis Raders Haus. Noch aber muss ein wichtiges Detail geklärt werden. Von der Straße aus sahen wir den schwarzen Jeep Cherokee in der Einfahrt. Wir waren wie elektrisiert, denn der Wagen war ein Beweisstück, von dem er nicht wusste, dass wir es hatten. Doch Jeep und auch Diskette sind bislang nur Indizien. Lieutenant Landwehr hält seine Leute noch zurück. Ich wollte bei dem Einsatz absolut sicher gehen. Und dazu brauchte ich etwas DNA. Die Polizei will Dennis Raders DNA mit der des Killers vergleichen. Die Beamten fordern medizinische Akten an und gelangen so an das DNA-Profil von Dennis Raders Tochter. Sie wollten herausfinden, ob BTK der Vater dieser Frau war. Die Genauigkeit solch eines Vaterschaftstests liegt bei 99%. Der Vergleich der Tatort-DNA und der von Dennis Raders Tochter beweist, BTK und Dennis Rader sind ein und derselbe Mann. 25. Februar 2005, kurz nach 12 Uhr. Dennis Rader ist auf dem Weg nach Hause zum Mittagessen. Sie sind verhaftet. Jeder Polizist hat seit 1974 auf diesen Tag gewartet. Es war eine riesengroße Erleichterung. Es war das tollste Gefühl meines Lebens. BTK ist verhaftet. Wichita kann wieder aufatmen. Der mutmaßliche Serienmörder ist gefasst. Doch was und wie viel wird er enthüllen? Hier Originalaufnahmen von Raiders 30-stündiger Befragung. Zunächst streitet der Verdächtige alles ab. Dann, nach 3 Stunden, zieht Lieutenant Landwehr sein Ass aus dem Ärmel, die DNA-Analyse. Endlich bricht Rader sein Schweigen und gibt zu, ja, ich bin BTK. Er glaubt wirklich, dass er der Fuchs ist und wir die Hunde. Er sieht es im Ernst wie eine Jagd. Wir sind hinter ihm her und er wird entkommen. Wir jagen ihn erneut und wo wir ihn jetzt gefangen haben, sind wir alle gute Kumpel. Am 27. Juni 2005 legt Dennis Rader vor Gericht ein umfassendes Geständnis seiner grausamen Taten ab. Eiskalt schildert er, was er 30 Jahre lang für sich behalten hatte. Zunächst die Ermordung der Familie Otero im Jahre 1974. Zuerst habe ich Herrn Otero eine Tüte über den Kopf gestülpt und erdrosselt. Dann ging ich zu Frau Otero und erdrosselte auch sie. Und zum Schluss erwürgte ich den Jungen.
Als ich zurückging, war Josephine wieder wach geworden. Was taten Sie dann? Ich trug sie in den Keller und erhängte sie. Sie erhängten sie im Keller? Haben Sie dabei noch etwas getan? Ja, ich hatte sexuelle Fantasien, aber erst nachdem sie erhängt war. Die Öffentlichkeit hat ein großes Problem damit, dass Serientäter fast ausnahmslos aussehen wie wir selbst. Wir wollen nicht, dass unsere Perversen so aussehen wie wir. Diese Maske der Normalität bot BTK eine perfekte Tarnung. Er hatte eine Familie mit Frau und zwei Kindern. Aber dieser Vater war anders als die in der Nachbarschaft. Er hatte 7 Menschen zu Tode gequält. Das war der Teil seines Lebens, der zeigte, welche Macht er hatte. Er war machtbesessen. Dennis Raders Ehefrau sang im Kirchenchor. Und er unterstützte oft die jungen Pfadfinder. Sein Beruf war ideal als Tarnung für einen Serienmörder. Er tourte durch Wichita und installierte Sicherheitsschlösser und Alarmanlagen in Wohnhäusern. Er war wie ein Chamäleon. Für jeden war er anders. Die Leute sagen, seine Frau hätte doch was merken müssen. Ich habe mit dem Kerl 8 Stunden am Tag gearbeitet, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen. Wenn ich eine dunkle Gasse hätte entlang gehen müssen, hätte ich mir Dennis als Begleitung gewünscht. Doch Dennis Rader hatte auch eine andere Seite. Über Serienmörder liest man, dass sie oft eine Phase durchlaufen, in der sie nach einem Opfer suchen. Das kann Monate oder Jahre dauern. Aber wenn sie eine Person gefunden haben, verfolgen sie sie ständig und verlieren sie nicht mehr aus den Augen. Besonders befriedigend soll für ihn der Mord an Nancy Fox gewesen sein. Ich habe sie damit konfrontiert, wer ich bin. Ich sagte ihr, ich hätte sexuelle Probleme. Ich würde sie deshalb ein wenig fesseln und Sex mit ihr haben. Sie war ein bisschen erschrocken. Ich nahm den Gürtel und habe sie dann damit erdrosselt. Insgesamt gestand Dennis Rader seit dem Jahr 1974, 10 Menschen umgebracht zu haben. Die Polizei war bislang immer nur von 7 Morden ausgegangen, musste ihm jetzt aber noch 3 weitere zuschreiben. Er hatte die Fantasie, dass ihm alle Opfer im Jenseits dienen würden. Eine Frage blieb jedoch offen. Warum gab es so lange Pausen zwischen den Morden? In dieser Zeit widmete er sich viel seinen Kindern und war deshalb nicht mehr so oft von zu Hause fort. Er wollte auch nicht, dass seine Frau Verdacht schöpfte. Die Leute, die Dennis Rader kannten, trauten ihren Ohren nicht. Er sprach über die Details, wie er dem Kind eine Tüte über den Kopf stülpte und es dann erstickte. Das war einfach nur noch bizarr. Dennis Rader entging der Hinrichtung nur, weil er seine Morde begangen hatte, bevor in Kansas die Todesstrafe wieder eingeführt wurde. Ich hasse ihn. Die größte Genugtuung meines Lebens bringt mir der Gedanke, dass er in der Hölle schmoren wird. Kann man ihn für das, was er so vielen angetan hat, jemals ausreichend bestrafen? Ihm genügend Schmerz zufügen? Nein. BTK bekam die Höchststrafe. 10-mal lebenslänglich, insgesamt 175 Jahre. Er wird nie wieder in Freiheit leben. Man wird sicherlich erforschen wollen, wie Dennis Rader tickt. Mir ist das völlig egal, wie er tickt. Wichtig ist nur, dass er niemandem mehr etwas antun kann. Und ich werde wunderbar schlafen, weil er jetzt da ist, wo er hingehört. Just knowing that he's where he belongs.